Hallo allerseits und willkommen zur heutigen Online-Class mit Coach Clara und mir. Wir haben heute ein Programm für euch. 6 Runden von 3 Minuten Arbeit, 1 Minute Pause dazwischen. In den 3 Minuten Arbeit wollen wir immer so viele Wiederholungen wie möglich sammeln und wir wechseln jede 3 Minuten die Übungen. In den ersten 3 Minuten haben wir 10 Deck Squats, das heißt, wir machen eine Kniebeuge, wir rollen zurück. Wir rollen wieder vor und stehen ganz auf, 10-mal. Dann haben wir 16 Plank Pull-Throughs, wo wir ein Gewicht im Stütz einmal auf die eine Seite rüberziehen, wieder zurück auf die andere. Und wenn ihr so 16 Wiederholungen absolviert habt, verbringt ihr den Rest der 3 Minuten im Wall-Sit. Dafür werdet ihr eine Wand brauchen, an die wir uns setzen auf 90 Grad. Dann gibt es erstmal eine Minute Pause. In den nächsten 3 Minuten ändern wir die Übungen. Da haben wir zuerst 16 Goblet Cossack Squats, das heißt ein Gewicht vom Körper. Einmal setzen wir uns nach rechts hinten und unten, dann nach links hinten und unten für 16 gesamt. Dann geht es am Boden weiter mit 30 Weighted Russian Twists, das heißt wir haben ein Gewicht, das wir abwechselnd rechts und links zum Boden bringen. Jede Berührung zählt uns eine Wiederholung. Und dann verbringen wir den Rest der Zeit mit Step-Ups. Da wollen wir auf ein stabiles Objekt raufsteigen und jedes Mal das Bein wechseln, das raufsteigt. Dann gibt es wieder eine Minute Pause und dann starten wir wieder mit den ersten 3 Übungen. Und so wechseln wir jedes Mal die Übungen für 6 Runden insgesamt, 3-mal jede Übungsserie. Dafür wollen wir uns gut aufwärmen. Was wir im Warm-up haben, sind 3 Runden von 3 Übungen, immer 30 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause. Ich werde euch die Übungen nach und nach ansagen. Das Erste, was wir machen werden, ist immer ein Reverse Lunge. Und aus dem Reverse Lunge steigen wir in eine Squat. Genau. Also immer abwechselnd Reverse Lunge und Squat. Okay, macht euch bereit dafür. Wir starten bereits in 10 Sekunden. Alle weiteren Übungen, wie gesagt, zeige ich euch immer in der kurzen 10 Sekunden Pause an. Aber das Erste, was wir machen, ist immer ein Reverse Lunge, dann eine Air Squat. Und los geht's. Schaut, dass ihr aus dem Lunge immer eine schöne Squat-Standbreite findet, nicht zu eng stehen. Wir denken an einen schönen Schulterbreitenstand. Beim Reverse Lunge selbst soll das Knie sanft den Boden berühren. Immer ganz aufstehen zwischen allen Wiederholungen. Noch 5 Sekunden, dann gibt es erstmal eine kleine Verschnaufpause und Rest. Zweite Übung wird gleich sein im Stütz, ein Shoulder Tap, wo wir uns auf den Händen abstützen, die Arme sind schön gestreckt und wir reichen immer abwechselnd rechts und links zur Schulter. Los geht's. Ihr könnt hier zur selben Schulter reichen oder auch gegengleich, was sich für euch besser anfühlt. Wichtig ist gute Spannung in der Körpermitte, das heißt der Hintern ist fest angespannt, der Bauch ist schön fest und das Becken bleibt schön stabil. Was wir vermeiden wollen, ist, dass die Hüfte wild hin und her wackelt. Noch 5 Sekunden, dann gibt es eine kleine Pause. Und Rest. Wir bleiben gleich am Boden für die dritte Übung. Das ist der Dead Bug. Da werden wir erst alles hoch zur Decke schieben, wie ein toter Käfer. Und dann gegengleich ein Arm, ein Bein absenken. Los geht's. Was wir dabei haben wollen, ist, dass wir den unteren Rücken permanent fest in den Boden pressen. Dabei müssen eure Bauchmuskeln richtig hart arbeiten. Dann langsam ein Arm und das gegenüberliegende Bein absenken. Merkt, wie ihr härter Bauchspannung halten müsst, wenn ihr Arme und Beine absenkt. Und bringt zwischen den Wiederholungen wieder alles zurück zur Mitte. Super. 10 Sekunden Pause, es geht wieder auf die Füße. Achtung, in der zweiten Runde machen wir jetzt immer einen Side Lunge und dann eine Kniebeuge. Das heißt, wir steigen zur Seite in einen Ausfallschritt. Dann wieder eine Squat. Los geht's. Wechselt jedes Mal die Seite ab, auf die ihr steigt bei diesem Side Lunge. Das heißt, einmal steigen wir nach rechts, setzen uns tief, dann eine Squat. Dann steigen wir nach links, setzen uns tief und wieder eine Squat. Und weiterhin konstant dieselbe Squat-Standbreite finden. Auch das wird wichtig sein. Sehr schön. Kurze Verschnaufpause,
Zweite Übung bleibt gleich, der Shoulder Tap, das lassen wir wieder im Stütz. Die Arme bleiben ganz gestreckt, Bauch und Hintern bleiben fest. Und wir sammeln Shoulder Taps. Flüssiges Tempo, nicht hektisch, aber so, dass doch ein paar Wiederholungen zusammenkommen. Und wieder gut in die Hüfte spüren. Achte darauf, dass ihr die schön mittig halten könnt. Atmen dabei. Und geschafft. Dritte Übung bleibt ebenfalls gleich, der Dead Bug. Startet immer mit allem hoch zur Decke und dem unteren Rücken fest am Boden. Und los geht's. Kämpft hier auch darum, schön gegengleich zu arbeiten. Bisschen eine koordinative Challenge. Aber ein Arm, ein Bein bewegen sich. Der andere Arm, das andere Bein bleiben dabei schön still. In der Mitte immer checken, ist mein unterer Rücken noch fest am Boden. Und wenn nötig, immer schön nachspannen. Und geschafft. Es geht noch einmal auf die Füße. In der dritten Runde machen wir einen sogenannten Curtsy Lunge, wo wir hinterm Körper überkreuzt zurücksteigen, dann eine Squat machen. Los geht's. Einmal überkreuzt das rechte Bein hinterm Körper, dann in die Squat. Dann überkreuzt das linke Bein hinterm Körper und wieder in die Squat. Lasst dabei eure Hüfte nach vorne ausgerichtet. Das ist wichtig. Was wir vermeiden wollen, ist, dass das Becken mitdreht, sondern die Hüfte zeigt nach vorne, während ich hinterm Körper überkreuze. Dazwischen weiterhin eine Squat. Selbe Standbreite wie zuvor finden. Top. Kurze Pause. Wir kommen ein letztes Mal zu unseren Shoulder Taps. Wieder ein gutes Warm-up-Tempo finden. Und los geht's. Spürt nochmal in die Körpermitte. Schaut, dass die Schulter schön über dem Handgelenk bleibt, dass wir nicht nach hinten ausweichen. Letzten 10 Sekunden. Und geschafft. Und wir kommen ein letztes Mal zu Dead Bugs. Wir arbeiten nochmal in richtig guter Rumpfspannung, pressen den unteren Rücken fest in den Boden und senken wieder gegengleich Arm und Bein. Macht die schön langsam und kontrolliert, sodass ihr gut spürt, was passiert in der Körpermitte. Letzten 10 Sekunden. Und geschafft. Super. Ihr könnt gleich am Boden bleiben. Wir machen weiter mit einem kleinen Mobility-Teil. Das Erste, was wir machen, ist, wir drehen die Fingerspitzen zu uns im Vierfüßlerstand, Handfläche fest am Boden und wir verbringen in der Position 30 Sekunden. Los geht's. Presst dabei die Handfläche fest in den Boden und von hier das Ganze entweder statisch halten oder wir wackeln mit den Schultern leicht vor und zurück oder nach rechts und links oder machen kleine kreisende Bewegungen über dem Handgelenk. Alles erlaubt, was sich für euch gut anfühlt. Wir bleiben noch 10 Sekunden in der Position. Dann langsam die Finger wieder nach vorne drehen. Unsere zweite Übung ist die Pigeon Pose. Ein Fuß steigt zurück, der andere Fuß dreht schon nach vorne und wir verbringen noch hier 30 Sekunden pro Seite. Ihr wollt dabei einen guten Zug außen im Gesäß von dem vorderen Bein spüren. Schiebt das Becken gerne auf die Seite rüber, wo ihr den Stretch spüren wollt. Und dann heißt es entweder wieder statisch in der Position bleiben, wenn ihr einen guten Zug gefunden habt, oder auch gerne das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten und hin und her bewegen. Auch hier wieder, was sich für euch besser anfühlt. Und langsam wieder rauskommen. Wir wechseln die Seite, der andere Fuß zieht nach vorne und auch hier nochmal 30 Sekunden. Lasst das hintere Bein dabei schön lang, auch die Wirbelsäule soll schön lang bleiben
und wir schieben wieder das Becken auf die Seite rüber, wo wir den Stretch spüren wollen. Und versuchen von hier entweder tiefer einzusinken in den Stretch oder durch ein leichtes Vor- und Zurückwackeln, nach links und rechts wackeln, etwas mehr Zug reinzubekommen. Und geschafft, sehr schön, kommen wieder raus. Als letztes verbringen wir 30 Sekunden in einer passiven Kniebeuge. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Squat-Standbreite ein, so wie vorhin im Warm-up, und hängen hier unten ab für 30 Sekunden. Los geht's. Die einzige Regel ist, dass der ganze Fuß fest am Boden sein soll. Gerne mit den Ellbogen die Knie leicht nach außen schieben, den Rücken schön strecken und gut in die Hüften spüren. Atmen dabei, achtet darauf, dass ihr nicht zu verkrampft seid in der Position und versucht Länge in der Wirbelsäule beizubehalten. Und geschafft. Langsam wieder rauskommen, gerne kurz die Beine ausschütteln. Dann kommen wir nach diesem Mobility-Teil als nächstes zu zwei Runden von drei Übungen, die uns näher an die Workout-Übungen führen sollen. Das erste, was wir machen, ist gleich eine Deck-Squat, allerdings ohne dazwischen aufzustehen. Das heißt, wir haben wieder eine Hocke, wir rollen zurück, rollen vor in die Hocke und hängen hier kurz ab. Wir probieren es mal für 6 bis 8 Wiederholungen. Wenn nötig, helft ihr euch mit den Händen, um in die Kniebeuge zu kommen. Aber wir würden gerne 6 bis 8 Mal aus einer Hocke zurückrollen, wieder nach vorne rollen. Schaut, dass die Fersen schnell zum Hintern kommen und ihr schnell in eure Hocke kommt. Nützt den Schwung aus dem nach vorne Rollen, nehmt die Arme nach vorne als Gegengewicht, um die Bewegung zustande zu bringen. Wir werden das jetzt mal für diese 2 Runden üben. Solltet ihr das gar nicht hinhauen, gebe ich euch nachher ein paar Optionen. Gut, das ist die erste Übung. Die zweite Übung sind sogenannte Cossack Switches. Wir haben hier einen richtig breiten Stand. Wir setzen uns auf eine Seite runter. Der Hintern bleibt so tief wie möglich, während wir 10 Mal von rechts nach links gehen. Okay, ihr könnt gleich mit einsteigen. Richtig breiter Stand, bisschen breiter, als ihr vielleicht denkt. Und dann bleibt der Hintern schön tief, während wir von rechts nach links wandern. Denkt dabei an lange Wirbelsäule, die Arme nach vorne, so ein bisschen das Gegengewicht und spürt dabei, was vor allem in der Hüfte und der Oberschenkelrückseite passiert. Das war die zweite Übung. Dritte Runde, dritte Übung findet am Boden statt. Wir haben Russian Twists erstmal ohne Gewicht. Die Füße bleiben in der Luft, wollen abwechselnd rechts und links den Boden berühren. Los geht's. 20 flotte Wiederholungen. Schaut, dass der Twist schön aus der Wirbelsäule kommt. Das heißt, wir drehen die Brust zur Wand rechts und links von uns. Und die Füße bleiben dabei schön in der Luft. Die werden wir nachher mit Gewicht machen, jetzt erstmal ohne Gewicht. Das war die erste Runde. Wir hängen noch eine zweite Runde dran. Wir wollen wieder 6 bis 8 Mal aus der Hocke zurückrollen und wieder nach vorne rollen. Spielt euch ein bisschen mit der Bewegung. Ihr werdet merken, dass die von Mal zu Mal ein bisschen leichter geht. Wichtiger Punkt ist, wie gesagt, schnell die Fersen zum Hintern bringen, sodass wir schön auf die Füße kommen und auch den Schwung beim nach vorne rollen mitnehmen. Auch die Arme schön nach vorne, den Oberkörper schön nach vorne bekommen, über eure Füße. Wenn ihr davon 6 bis 8 habt, haben wir wieder 10 Cossack Switches. Achtet darauf, dass ein Bein immer ganz durchstreckt beim Seitenwechsel und die Hüfte wieder so tief, wie ihr könnt, lassen. Auch das Knie soll immer schön mit rauswandern. Wenn ihr davon 10 habt, noch einmal auf den Boden für 20 Russian Twists. Denkt dran, beim Russian Twist zählt jede Berührung als eine Wiederholung. Wir wollen 20 Mal den Boden berühren. Wenn ihr so 20 Wiederholungen habt, wieder auf die Füße. Das waren jetzt unsere 2 Runden. Als nächstes machen wir eine kleine Mini-Runde, wo wir uns alle Übungen, die wir nachher im Workout haben, anschauen, sodass ihr wisst, was euch erwartet. Die ersten 3 Übungen im ersten 3 Minuten M-Rap sind Deck Squats, Plank Pull-Throughs und der Wall-Sit. Wir starten mal mit der Deck Squat, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Jetzt würden wir gerne immer in einer stehenden Position starten und nach jeder Wiederholung wieder ganz aufstehen. Das heißt, squatten, rollen zurück, rollen vor und stehen wieder ganz auf. Okay, probiert das mal für 2 Wiederholungen. Falls die gar nicht hinhauen sollten, würden wir das Ganze trennen. Wir machen erst 2 Kniebeugen und dann 2
Hollow Rocks, wo wir einfach vor und zurück rollen. Zweite Übung ist der Plank Pull Through. Auch das probieren wir aus für 4 Wiederholungen. Wir haben ein eher leichtes Gewicht, wenn möglich, und ziehen es abwechselnd von rechts nach links. Immer die Hand, die weiter weg vom Gewicht ist, zieht das Gewicht auf die andere Seite. Probiert es aus für 4 Wiederholungen. Achtet auf gute Ganzkörperspannung. Dann die dritte Übung ist der Wall Sit. Dafür geht es an unsere Wand. Hier wollen wir in der Minirunde 6 Atemzüge verbringen. Das heißt, ihr setzt euch in den Wall Sit, Knie und Hüfte auf derselben Höhe, die Ferse unter dem Knie und ihr wollt hier 6 Atemzüge sammeln. Spürt dabei, was im Oberschenkel passiert. Der wird ganz gut brennen nach einer Weile, aber ihr werdet das gut hinbekommen. Und das sind unsere ersten 3 Übungen. Deck Squats, Plank Pull Through und Wall Sit. Dann wird es nachher erstmal eine Minute Pause geben und im zweiten 3-Minuten-AMRAP haben wir 3 andere Übungen. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Hier ist die erste Übung, die Cossack Squats. Wir hatten schon Cossack Switches. Und ähnlich wie bei der Deck Squat wollen wir jetzt auch hier mal ganz aufstehen. Wir halten dabei ein Gewicht vom Körper. Wir setzen uns auf eine Seite runter und stehen wieder ganz auf. Genau, jeder hat so 4 Wiederholungen. Und 4 Wiederholungen wären 2 pro Seite. Aber immer abwechselnd. Und dabei ein Gewicht vor dem Körper auf Schulterhöhe halten. Nach den Cossack Squats haben wir jetzt Weighted Russian Twists, so wie vorhin, aber wir halten ein Gewicht dabei in den Händen. Probieren wir das mal aus für 6 Wiederholungen. Auch hier, jede Berührung zählt. 6 Wiederholungen wären 3 pro Seite, aber jedes Mal die Seite wechseln. Und dann sammeln wir in der Minirunde 8 Step-Ups. Im Idealfall habt ihr dabei einen stabilen Stuhl oder einen Hocker oder ihr könnt auf euer Bett oder auf das Sofa steigen. Aber achtet darauf, dass ihr ein stabiles Objekt habt, wie gesagt. Falls nötig, könnt ihr auch gerne einen Reverse Lunge draus machen und 8 Reverse Lunges in der Minirunde sammeln. Hier ganz aufstehen bei jeder Wiederholung und jedes Mal das Bein wechseln, das den Step-Up einleitet. Top. Das war unsere Minirunde. Im Idealfall wisst ihr jetzt, was euch erwartet und wie ihr die Übungen vielleicht anpassen müsst. Und was ihr euch vielleicht jetzt noch herrichten müsst, wir haben jetzt nämlich nochmal 2 Minuten Pause. In den 2 Minuten wie immer eine kleine Trinkpause, eine kleine Pinkelpause. Richtet euch was Stabiles zum Raufsteigen vor, eine Wand frei machen für den Wall-Sit, schnappt euch eine Matte für Russian Twists, schnappt euch ein passendes Gewicht für den Plank Pull-Through. Das kann auch zum Beispiel eine Wasserflasche sein, je nachdem. Und ich gehe nochmal das Workout durch in der Zeit mit euch. Was wir jetzt wie gesagt haben, es sind 6x 3 Minuten Arbeit mit 1 Minute Pause dazwischen. Und wir machen in jeder Runde ein bisschen was anderes. In der ersten Runde, in den ersten 3 Minuten, haben wir erst 10 Deck Squats, dann 16 Plank Pull Throughs. Jedes Mal rüberziehen zählt dabei als eine Wiederholung. Und den Rest der 3 Minuten wollen wir im Wall Sit verbringen. Wir würden damit rechnen, dass wir im Idealfall doch noch so, ich sag mal, 30 bis 45 Sekunden Zeit im Wall Sit haben. Falls ihr merkt, puh, diese 10 Deck Squats und 16 Plank Pull Throughs dauern länger als erwartet, dann könnt ihr auch einen Time Cap setzen und sagen, je nach spätestens 2,5 Minuten gehe ich in den Wall Sit. Ja. Dann, vergesst nicht, nach den 3 Minuten gibt es erstmal eine Minute Pause. Dann wechseln wir für die nächsten 3 Minuten die Übungen. Da haben wir dann erst 16 Goblet Cossack Squats, wo wir uns immer abwechselnd nach rechts und links unten setzen. Dann 30 Weighted Russian Twists und dann den Rest der Zeit Step-Ups. Und auch hier würden wir damit rechnen, dass wir noch so 30 bis 45 Sekunden Zeit dafür haben. Und auch hier könnt ihr euch gerne einen Time-Cap setzen und sagen, je nach spätestens 2,5 Minuten sammle ich meine Step-Ups. Dann gibt es wieder eine Minute Pause und dann startet das Ganze wieder von vorne. Runde 3, wir haben wieder die ersten 3 Übungen. Runde 4, wieder die anderen 3 Übungen. Nochmal Runde 5 und nochmal Runde 6. Und dann haben wir unsere 6 Runden geschafft. Das Ganze wird sicher ein eher bein- und core-lastiges Workout. Ihr solltet da gut durcharbeiten können und wie gesagt doch immer etwas Zeit mit Wall-Sit und Step-Ups verbringen. Gut, wir lassen die Uhr gleich nochmal ablaufen. Gebt mir noch einen Augenblick, um unsere Intervalle einzustellen. Clara wird mit euch mitturnen. Das heißt, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, was passiert als nächstes oder wie sollen die Übungen aussehen, dann blickt zu Clara. Gerne auch meiner Stimme lauschen. Ich sage euch auch immer an, was als nächstes passiert, wann wir Pause haben und so weiter. Gut, wir haben jetzt immer 3 Minuten Arbeit, gefolgt von
einer Minute Pause. Und das machen wir 6 Mal insgesamt. Wir machen uns bereit für die ersten 3 Minuten und die starten mit 10 Deck Squats. Falls Deck Squat nicht so gut hinhaut, können es auch 10 Kniebeugen sein, möglichst tief, und dann 10 Hollow Rocks. Okay? Auf Position. Wir starten in 10 Sekunden. Bei der Deck Squat Hintern schön tief, über den unteren Rücken zurückrollen und schnell wieder auf die Füße beim nach vorne rollen. Und los geht's. Unsere 3 Minuten starten. Versucht den Schwung aus dem Vorrollen mitzunehmen. Bringt die Arme und den Oberkörper nach vorne über eure Füße. Und steht immer ganz auf dazwischen. Nach dem Aufstehen habt ihr immer eine kurze Verschnaufpause, bevor ihr die nächste Wiederholung einleitet. 10 ist die magische Zahl. Und die dürfen schon mal eine Weile dauern. Und sobald ihr 10 Deck Squats habt, folgen 16 Plank Pull Throughs. Ein schön stabiler Stütz. Wir ziehen unser Gewicht immer weit rüber auf die andere Seite. Mit der Hand, die weiter weg ist. Und wir sammeln so 16 Wiederholungen insgesamt. Achtet darauf, dass das Becken schön stabil bleibt. Wir wollen möglichst wenig Bewegung in der Hüfte haben. Sobald ihr durch seid mit euren 16 Plank Pull Throughs, begeben wir uns in den Wall Sit. Und je nachdem, wie viel Zeit ihr noch übrig habt, werdet ihr entweder kurze Pausen einbauen müssen, wenn nötig. Oder wenn es nur noch 30 bis 45 Sekunden sind, dann versuchen wir hier nochmal durchgehend zu sitzen. Beim Wall Sit wollen wir die Fersen unterhalb des Knies sehen und Knie und Hüfte auf derselben Höhe. Ein Großteil der Wirbelsäule soll an der Wand sein. Gerne das Kinn leicht reinziehen. Und dann heißt es in der Position verweilen. Wir haben noch 50 Sekunden auf der Uhr. Und ich sehe schon, das wären bei manchen ein paar längere Wall-Sits, was auch voll okay ist. Je nachdem, wie viel Zeit ihr hier verbringt, gerne kurze Pausen einbauen, aber wir wollen den Großteil der Zeit im Wall-Sit verbringen. Noch 30 Sekunden, dann gibt es erstmal 1 Minute Pause. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und rest. Super, das waren die ersten 3 Minuten. Es gibt jetzt 1 Minute Pause. In der Zeit machen wir uns mental bereit für die nächsten 3 Minuten. Dort erwarten uns 16 Goblet Cossack Squats. Denkt dran, wir halten dabei ein Gewicht vor dem Körper. Dann 30 Weighted Russian Twists, ebenfalls mit einem Gewicht. Und den Rest der Zeit sammeln wir Step-Ups. 30 Sekunden geht's weiter. Die Cossack Squats werden ebenfalls bei jedem ein bisschen anders aussehen. Ihr wollt euch mit dem Hintern möglichst weit nach hinten und unten Richtung Ferse setzen auf eine Seite. Dazwischen immer ganz aufstehen, nicht vergessen. Dann auf die andere Seite. 16 insgesamt, das wären 8 pro Seite. In 3, 2, 1 und los geht's. 16 Goblet Cossack Squats. Lass den Rücken dabei schön gestreckt, schieb das Knie immer schön mit raus. Ganz aufstehen dazwischen. Bis ihr 16 Wiederholungen gesamt habt.
Und sobald ihr 16 habt, erwarten euch 30 Weighted Russian Twists. Denkt dran, die Füße sollen in der Luft bleiben und der Twist soll vor allem aus der Wirbelsäule zustande kommen. Dreißig wären 15 pro Seite, aber immer abwechselnd. Und sobald wir 30 haben, geht's an unsere Box, an unseren Stuhl oder Hocker. Und wir sammeln den Rest der Zeit Step-Ups. Noch 90 Sekunden auf der Uhr. Bei den Step-Ups jedes Mal das Bein wechseln, das die Bewegung einleitet. Und ganz aufstehen zwischen den Wiederholungen. Das heißt, wir wollen immer komplett aufrecht auf unserem Stuhl, auf unserem Hocker, auf der Couch stehen. Erst dann steigen wir wieder runter. Spannt dabei am besten oben einmal die Beine und einmal den Hintern an. Dann wisst ihr, dass ihr komplett aufrecht steht. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Dann gibt es erstmal wieder eine Minute Pause. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und geschafft. Sehr schön. Gut, Leute. Das war unsere zweite Runde. Nach der Minute Pause starten wir wieder mit den ersten drei Übungen. Das heißt, wir haben dann wieder unsere Deck Squats, unseren Plank Pull Through und den Rest der Zeit im Wall Sit. Ihr werdet merken, diese Deck Squats werden von Mal zu Mal ein bisschen besser gehen. Wenn nötig, gerne weiterhin mit den Händen helfen. Und falls das alles nichts hilft, dann gerne Kniebeugen und Hollow Rocks draus machen. Es geht bereits weiter in 10 Sekunden. Macht euch bereit für 10 Deck Squats. 2, 1 und los geht's. Wieder schön vor- und zurückrollen. Schnell wieder in die Hocke finden. Noch 15 Sekunden auf der Uhr. Servus, anziehen, ausziehen. Kannst du dich kurz? Noch 2 Minuten auf der Uhr. Sechzehn Plank Pull Throughs. Halbzeit auf unserer Uhr. Den Rest der Zeit geht es wieder ab in den Wall Sit.
noch 60 Sekunden auf der Uhr. Denk dran, immer wieder kleine Pausen einzubauen, wenn nötig. Sekunden. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Und Pause. Top, Leute, wieder eine Minute Pause. Wir machen uns in der Zeit wieder bereit für das nächste M-Rap. Wir haben jetzt wieder Cossack Squats, Russian Twists und Step-Ups. Versucht jedes Mal eine ähnliche Anzahl an Step-Ups zu erreichen. Noch 20 Sekunden. 10 Sekunden. 2. 1 und los geht's. Wir starten mit unseren 16 Goblet Cossack Squats. Vielleicht lässt euch euer Körper hier von Mal zu Mal ein bisschen weiter runter, aber wir wollen nichts erzwingen. Achtet weiterhin darauf, ganz aufzustehen zwischen den Wiederholungen. Weiterhin das Knie schön mit rausschieben. Sechzehn ist auch hier die magische Zahl. Sobald ihr 16 habt, folgen wieder 30 Weighted Russian Twists. Wieder gut aus der Wirbelsäule drehen. Den Rest der Zeit heißt es wieder Step-Ups. Fest durch das Standbein aufstehen. Erst wenn das Standbein ganz gestreckt ist, erst dann soll der zweite Fuß dazukommen. 60 Sekunden auf der Uhr. 2. Haltet das Tempo oben bei den Step-Ups. Dreißig Sekunden auf der Uhr. Noch 10 Sekunden. 3, 2,
1. Und geschafft. Top, das war Runde 4. Wir haben jetzt noch 2 weitere Runden. Jede Übungsserie noch einmal. Kämpft weiterhin drum, große Sätze im Wall-Sit zu sammeln und möglichst viele Step-Ups zu sammeln. Wir machen uns bereit wieder für die erste Übungsserie. Deck Squats, Plank Pull-Through und Wall-Sit. In 15 Sekunden geht es wieder weiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und los geht's. 10 Deck Squats. Die werden jetzt gut hinhauen in dieser dritten Runde. Nochmal guten Schwung mitnehmen. Schnell auf die Füße, weiterhin ganz aufstehen dazwischen. Danach folgen noch einmal 16 Plank Pull-Throughs. Haltet hier nochmal alles steif, keine Bewegung in der Körpermitte. Weit unten durchreichen. Den Rest der Zeit geht es wieder an die Wand. Haltet noch einmal durch. Wir wollen nochmal mit einem langen Wall-Sit diese 3 Minuten beenden. Noch 45 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Zehn Sekunden und 3, 2, 1 und geschafft. Den Wall-Sit habt ihr hinter euch. Wir haben jetzt noch einmal 60 Sekunden Pause und dann ein letztes Mal 3 Minuten Arbeit. Im letzten M-Rap gehen wir es nochmal an mit unseren Goblet Cossack Squats, den Weighted Russian Twists und sammelt dann nochmal möglichst viele Step-Ups. Macht euch bereit, in 20 Sekunden geht's los. Zehn Sekunden. 5, 4, 3, 2,
1 und los geht's. Wir sammeln 16 Goblet Cossack Squads. Spürst den Standfuß fest am Boden, das Knie wandert schön mit raus. Das andere Bein streckt ganz durch. Haltet Spannung im Rücken. Letzten 2 Minuten. Zweite Übung wieder unsere Weighted Russian Twists. Dann geht's wieder an die Step-Ups. Noch 90 Sekunden auf der Uhr. Haltet noch bei den Step-Ups. Letzte Minute für heute. Lass die Oberschenkel nochmal gut arbeiten. Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Und 3, 2, 1. On time, sehr schön. Top, Leute. Das waren unsere 6 Runden. Super gemacht, Clara. Viel Zeit im Wallsit verbracht. Super Übung für die Oberschenkel. Und ich denke, ihr werdet auch merken, dass eure Beine da ganz gut arbeiten müssen bei den Wallsits, bei den Step-Ups, bei den Cossack Squats, bei den Deck Squats. So soll es auch sein. Und auch die Körpermitte muss im Idealfall ganz gut arbeiten bei unseren Russian Twists und Plank Pull Throughs. Und immer wieder mal wollen wir solche Workouts haben, wo wir nicht wahnsinnig schnell oder viel atmen müssen, sondern wo das Ganze eher kontrolliert ist und wir uns auf gute Spannung in einzelnen Körperpartien konzentrieren können. Ich sage klare Danke fürs Vorturnen. Ihr zu Hause, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass die Deck Squats inzwischen gut sitzen. Ansonsten keine Sorge, die bleiben uns auf jeden Fall erhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Online-Class. Bis dahin. Alles Gute und hab noch einen schönen Tag.